Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Björnsen 1. Wir zocken Civ Beyond Earth auf der Schwierigkeitsstufe sehr schwer. Sind aktuell hier unten, haben wir ein bisschen zu kämpfen mit ein paar Aliens, die zumindest bis ja, vor kurzem noch hier waren. Wir haben sie dann alle vernichtet. Können hier Handelswege einrichten, das ist schön. Das werden wir auch tun. Und zwar nehmen wir hier Fernbasis 1 würde ich nicht nehmen. Da ich von Kien aus die erreichen kann. Vor Barca, wo ist das? Plus 5 Produktion, plus 4 Energie auf jeden Fall. Vor Barca ist hier unten, ja, sehr schön. Also wir wollen mehr handeln. Uns dadurch klar einen Vorteil verschaffen in Bezug auf unsere Energie und auch auf unsere Wissenschaft. Das ist jetzt mal so der Plan. Wir haben, ja, schön, die Phyraxit-Mine ist fertig. Was haben wir hier oben noch? Lass mich mal schauen. Ah, wir haben hier Kieselerde, können wir hier noch abbauen. Also wir haben hier bereits eine Kolonie gegründet. Ich möchte unbedingt hier unten noch eine haben. Bevor es jemand anders macht. Um hier einfach die ganzen Ressourcen mitzunehmen. Das ist Wahnsinn, was hier unten zur Verfügung steht. Ja, Kampffahrzeug darf da durch, ein Siedler nicht. Ne, wir haben noch kein Interesse daran, Krieg zu führen mit irgendwelchen Fraktionen. So, unsere Agenten. In Kien wurde eine geheime Operation entdeckt. So, alles klar. So, wir können jetzt hier erstmal Operation wählen. Hier in Zentral. Also, was wollen wir? Netzwerk einrichten. Schwierigkeit sehr leicht. Etablieren Sie das Netzwerk des Agenten und sammeln Sie zusätzliche Informationen über die Stadt hier. Der Rang des Agenten, desto mehr Informationen stehen zur Verfügung. Wenn das Netzwerk einmal etabliert wurde, bleibt es bestehen, bis der Agent die Stadt verlässt oder getötet wird. Okay. Stellen Sie der Stadt 173 Energie in 20 Runden. Ja. Hier können wir Wissenschaft stehlen. Das hier ist alles schwieriger. Ich würde erstmal ein Netzwerk einrichten. So, dasselbe machen wir hier. Richten wir auch ein Netzwerk ein. Und in Tiangong, haben wir aktuell, betreiben wir Spionageabwehr und erhalten dadurch auch plus 2 Gesundheit. Ich könnte das Projekt vielleicht mal wechseln. Verringert das Risiko für Geheimagenten bei Operationen durch jeden Agenten im Hauptquartier. Die Chance. Ne, ich lasse das halt so, wie es ist. Wir können produzieren. Und zwar gehen wir jetzt hier auf den Kolonisten. Gehen wir jetzt hier auf den Kolonisten. Oder noch nicht. Wann kann ich mir den denn? Ja, das wird noch super lange dauern, bis ich mir ihn kaufen kann. Wir betreiben lieber erstmal Handel weiterhin. Um da einfach mehr Geld zu generieren, das ist am Ende, denke ich mal, effektiver als hier wieder ein Handelskonvoi, bitte. Das denke ich mal effektiver. So, da ist unsere Einheit. Was wollte ich sagen? Genau, durch Handel und dadurch dann Geld einzunehmen, als kann man nämlich hier als die ganzen Sachen einfach immer nur zu produzieren. So, 6 Energie und 7 Wissenschaft. Wir nehmen Fernbasis 1. Ja. So, wir haben eine nächste Einheit. Das ist mal nicht der Bautrupp hier. Kann man bitte die Mine weiterbauen? Ich verstehe gar nicht. Ich hatte das so angeklickt. Also ich weiß nicht, warum er damit aufhört. Vielleicht hat er gerade Pause gemacht. Kann ja sein. Auch Bautrupps brauchen Pause und auch Wolfskäfer sind immer da, wo man sie nicht gebrauchen kann. Ja. Gut, dass wir eine Marineeinheit haben, die aktuell, mit der ich mal eben in die Stadt gehe, die sich dort heilt. Hier können wir auch einen Handelsweg einrichten. Sehr nett, machen wir mit Magan. Plus 7, plus 8. Ja, das Hinnehmen der Beschränkungen durch die Geburtsform zeigt einen Mangel an Fantasie.
Schön, Quest abgeschlossen. So wie Menschen abgeschlossen. Affinität und plus Kultur. Das Hinnehmen der Beschränkungen durch die Geburtsform zeigt einen Mangel an Fantasie. Stufe 6 erreicht. Orbitalüberwachung auf und neben einem Feld mit Feraxit. Ist eine neue Verbesserung für ihre Einheiten verfügbar. Freut uns sehr. Mal schauen. Wir können einen Jünger wählen. Vorteil. Plus 20% neben freundlich gesinnte Einheit. Plus 8% pro benachbarter freundlich gesinnte Einheit. Ich nehme die 20. Weil das hier ist, meine ich, pro benachbarter. Gut, ich kann theoretisch mehr benachbarter haben, aber da kriege ich weniger. Ja, wenn ich quasi hier zwei Einheiten neben mir habe, rechts und links, dann komme ich hier nur auf 16. Und hier habe ich schon durch eine Einheit plus 20. Allerdings bleibt es auch dabei. Aber das nehmen wir. So, Taktjet, Vorteil. Wir können 30% beim Abfangen oder 15% gegen Land- und Marineeinheiten generell. Okay, dann nehme ich mal die Abfangen. Das sollen Abfangjäger sein. Die sollen abfangen, also 30%. Ist gut. So, hier bitte erneut ein Handelskonvoi. Reichtum. Beschützen wir dieses lukrative Arrangement und bauen wir es aus? Sehr gerne, bin ich gerade dabei. Ich hoffe aber nicht, dass du dir hier etwas einfallen lässt. Okay, ich mach's mal. So, ganz zurück ist gewachsen und hier unten haben wir einen Wurm. Und Wolfskäfer. Und noch ganz viele andere Einheiten. So, wir heilen einmal. Das Alien-Nest ist bestimmt, das ist hier unten. Den Wurm, den müssen wir platt machen. Bringt nichts. Ich weiß nicht, ob die beiden Einheiten hier ausreichen werden, wenn ich mit denen das Nest hier oben auslösche und anschließend wieder runterziehe. Müssen wir mal schauen. Was ever ruined by trade? Ja, offene Grenzen. Okay, aber gibst du mir dafür auch Energie? Ich sag mal, ist es dir 300 wert? Oh nein, zu viel. No, Jiran. Ich möchte eigentlich keine offenen Grenzen. No, Jiran. Nee, und 30 Runden. Nein, ich bin kein Freund von offenen Grenzen, zumal ich aktuell für mich persönlich da keinen Vorteil draus erkennen kann. Warum er offene Grenzen haben möchte, das weiß ich nicht. Das möchte ich auch nicht wissen. Und einfach nur offene Grenzen gegen offene Grenzen, nee. Hab ich nichts von, bringt mir nichts. Boah, schau mal. wie die hier unten aufgestellt sind, das ist ja unglaublich. 3, 4 Wolfskäfereinheiten. 4 Wolfskäfereinheiten. Ja, mal schauen, wir haben jetzt hier ein starkes Upgrade gemacht. Man sieht zwar direkt, die Feuerrate ist viel besser, nur 3 minus. Also die Einheit sollte eigentlich reichen, um hier unten für Ruhe zu sorgen. Bei dem Wurm sehe ich das noch ein bisschen skeptisch. Da werde ich die zweite Einheit nachziehen müssen. Aber wir rollen hier erstmal auf. Weiß nicht, war das Alien-Nest hier oder da? Ja, es war auf dem anderen Geländefeld. So, hier oben. Haben wir schon den Schwebsteinbruch haben wir gleich. Aber das Miasma können wir noch nicht abbauen. Dann gehst du bitte erstmal Korallen. Ich weiß nicht, ob er uns in Ruhe lässt, ob der Meerdrache uns in Ruhe lässt. Wollen wir es mal probieren? Ne, lieber noch nicht. Wir haben hier noch genug andere Dinge zu tun. Du gehst hier erstmal. Nein, da habe ich hier die Einheiten. Mann, hab ich denn. Hier hinten könnte ich was abbauen. Ja, super. Habe ich eigentlich überall schon Schwebstein, den ich schon abbauen kann? Habe ich gar nicht bisher. Ja, hier vielleicht später. Das Titan. Wir können auf das Titan. Das haben wir aber schon bewirtschaftet. Ich gehe erstmal hier auf das Feld. Und werde mir da was einfallen lassen. Also, hier geht's weiter nach
Ayan plus 6 und plus 8. Okay. Und wir können eine weitere Produktion wählen in ganz zurück. So, können wir noch einen Handelskonvoi? 3 Runden ist auch relativ fix. Das machen wir mal eben. Generieren mittlerweile schon plus 31 und dann plus 56 Wissenschaft. Ich möchte hier auf, ich meine, 600 kostet mich ein Kolonist. Sozialsysteme versteht man am besten, wenn man sie in Code implementiert. Optimieren kann man sie am besten, wenn man diesen Code die Welt verändern lässt. Wir haben ein Wunder abgeschlossen. So, und haben hier unsere Einheit geheilt. Vollständig. Da war das Alien-Nest. Können einen neuen Handelsweg einrichten. Das werden wir mit Magan tun. Ja. Nehmen hier mal den Generator, der in 5 Runden fertig ist. Das ist schön. So, und wir können in Kien eine Produktion wählen. Dann nehmen wir nochmal den Handelskonvoi. Und in Tiangong produzieren wir auch nochmal den Handelskonvoi. Dann sollten wir im Prinzip durch sein mit Handelskonvois. Ich denke nicht, dass man mehr bauen kann, als man Möglichkeiten hat, Handel zu betreiben. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. No village was ever ruined by trade. Ja, sehr gerne. Ein Kooperationsabkommen. Ja, arbeiten wir zusammen. Das freut mich zu hören, da wir auch dadurch, gut, das ist immer ein bisschen relativ, aber da wir auch dadurch ein bisschen abgesichert sind nach Süden zu ihm, wenn wir mit ihm freundschaftliche Beziehungen pflegen, wird er uns höchstwahrscheinlich nicht angreifen. Ja. Die Welt ist wunderschön und unberührt, aber sie ist falsch. Korrigiert sie auf der Stelle. So, wir haben den Gaianischen Brunnen, wir haben den Schwebsteinbruch und die Terra-Landschaft. Fortfahren. So, ich möchte jetzt mal kurz schauen, wenn ich, gut, hier kann ich noch nicht reingehen, wenn ich hier entsprechend den Kolonisten 640, ja, wir machen mittlerweile richtig gutes Plus, plus 41, hier haben wir minus 7. Gut, es macht immer noch minus 10% Wissenschaft und minus 10% Kultur. Dasselbe hatten wir auch, als hier oben noch minus 1 stand. Insofern ist das nicht so tragisch, brauchen wir noch nicht auf Gesundheit gehen. Wahrscheinlich kommt die nächste krasse Stufe bei minus 10, aber ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Die Handelseinheit zerstört. Mensch, ihr halt erstmal. Wo denn, bitte? Hier unten. Ja, sind da Aliens oder? Ja, müssen ja. Ist da irgendwie ein Alien-Nest? Produktion wählen. Ja, jetzt komme ich hier natürlich mit meiner Einheit nicht mehr rüber. Ich hatte jetzt gerade gedacht, dass ich hier mit meiner Soldateneinheit mal eben darüber gehe, aber dieses Geländefeld fehlt mir, um hier freien Zugang zu haben. Also werde ich hier unten, ja gut, einen neuen Handelskonvoi ist in 4 Runden. Fertig, aber bringt mir das jetzt erstmal was? Ein Thoriumreaktor plus Energie. Wie sieht es denn generell aus hier? Ja, sieht ziemlich ausgeglichen aus von der Nahrung. Das ist alles gut. Werde ich hier jetzt mal wirklich auf Gesundheit gehen? Das machen wir jetzt mal. Weil wir es können. Und hier die Aliens platt machen, auch weil wir es können. So. Einen neuen Handelsweg einrichten. Ach, schau mal, kann ich hier nicht mehr? Ursprungsstadt wechseln. In Tiangong habe ich noch eine frei.
So, da ist der Bau abgeschlossen. Gehen wir mal auf das nächste Feld. Können hier eine Terra-Landschaft bauen. Unterhalt 6. Plus Gesundheit, Produktion, Kultur. Unterhalt 6 ist natürlich schon happig. Und da baue ich hier lieber den Generator. Oder die Farm. Nee, da habe ich nur plus 2 Nahrung. Hier habe ich Nahrung und Gold. Bauen wir hier einen Generator. Das passt. Na, schau mal, wir haben auch hier 2 untätige Agenten. Warum sind die Jungs eigentlich untätig? Also. So, wollen wir eben direkt nachschauen. Alien Nest? Ja, hier. Da ist ja ganz schön was los. So, untätige Agenten. Also, hier können wir eine neue Operation. Dossier zugestellt, sehr leicht. Questoperation, Geheimdokumente abliefern. Ja, das machen wir. Hier gehen wir dann auf, ja, hier würde ich das Gold, würde ich das Gold mitnehmen. Ihn ziehen wir mal aus unserer Stadt raus und schicken ihn nach Mandira. Oder hier unten, ne, lieber hier unten hin. Nach Cidadella. Okay. So, alles klar. Da macht das aber, wenn ich jetzt hier auf Angriff aus bin, macht das hier für erfolgreiche Operationen für jeden Agenten im Hauptquartier. Ich verstehe das mal nicht, für jeden Agenten im Hauptquartier. Ich bin doch jetzt gar nicht im Hauptquartier. Ich bin doch dann irgendwo anders oder zählt das dann generell? Wenn ich das jetzt hier wechsle, habe ich dann hier oben eine andere Auswirkung. Ne, habe ich immer noch. Also das verstehe ich nicht. Ich meine, ich lasse die Einheiten ja nicht immer untätig im Hauptquartier die ganze Zeit. Das macht ja gar keinen Sinn. So, hier macht es auch keinen Sinn, den Handelskonvoi zu produzieren, da er hier relativ lange dauert. Wir können hier mal eine Militäreinheit oder den Bautrupp. Der Bautrupp macht mehr Sinn, dann können wir den für die beiden Städte, für Nha Tin und für Huan Le benutzen. So, Tiangong kann auch entsprechend wieder etwas produzieren. Und der Kreuzer wird uns vorgeschlagen. Wollen wir den Kolonist machen? Oder soll ich mir den gleich kaufen? Ich kaufe mir den gleich. Lieber ist mir sicherer. Und ich stelle hier jetzt mal ein paar Reparaturanlage, ein paar militärische Einheiten her. Man weiß ja nie, was kommt, ne? Man muss immer auf alles vorbereitet sein. So, hier sind wir vorbereitet auf einen erfolgreichen Kampf. Und auf die Einnahme dieses Alien-Nestes. So, wir können hier einen Handelsweg einrichten. Nehmen wir davor Barca. Bin ich mir sicher. Und welche Einheit benötigt Befehle? Auch hier, auch unsere Handelseinheit. Ach, schau mal. Wir haben insgesamt in Nha Tin haben wir noch 2 freie Plätze. Das heißt, ein Handelskonvoi können wir noch bauen. So, minus 10 Miasma. Das ist okay. Dann gehen wir mal weg aus diesem Feld. Werden uns hier heilen. Das ist ein gepanzerter Soldat. So, ich schau mal kurz, wo ist denn überhaupt unser Freund, der Erkunder? Wo ist der denn? Den haben wir doch hier irgendwo weggeschickt. Ist wahrscheinlich schon tot, ne? Hier war er zumindest irgendwo. Ach, hier ist er. Ja, super, ist ja viel erkundet. Ja, obwohl, er hat hier den Teil der Karte aufgedeckt. Okay, guter Job.
Also Kien. Was haben wir gesagt? Wir brauchen noch einen Handelskonvoi. Das machen wir mal eben. Dass wir da Ruhe haben. So, Handelsweg einrichten können wir hier nicht mehr. Wir können die Stadt wechseln. Schicken dich nach Nierting. Und können hier gar nicht handeln. Na, das ist ja super. Also werden wir hier auch keinen weiteren Handelskonvoi produzieren, sondern den Produktion und Energie, den Thoriumreaktor. Ja, und werden die Einheit... Tja, machen wir mit dir. Auflösen. Stadt wechseln, alles belegt. Vielleicht kann er später von hier unten handeln, aber mit wem? Hier ist ja nichts mehr. Tja, somit können wir die Einheit auflösen. Super. Also echt klasse. Schön gedacht, schlecht gemacht. Ja, hier möchte einfach keiner mit uns handeln. Astral. Venga, volvámonos más ricos. Na, vámonos, vámonos. Ich muss ihm Hilfe bitten. Nee, das lehne ich mal ab, mein heiliges Titan-Freundchen. Kommen Sie drüber weg. Das bleibt mal schön bei mir. 7 Titan, 5 Phyraxit. Das behalten wir mal schön. Handelsweg einrichten. Nein, hier habe ich jetzt wieder eine. Ja, warum kann ich jetzt hier mit Niet Tin keinen Handel betreiben? Ach, Menno. Ich brauche eine Wassereinheit, mit der ich hier einfach... Auch Einheit auflösen. Mit der ich hier einfach rübergehen kann und gucken kann, ob da rechts noch irgendwas ist, mit denen ich handeln kann. Ja. Das ist jetzt doof. Geheimoperation. Wurde eine Geheimoperation entdeckt. Okay. Schauen wir mal rein. Dann sollte ich vielleicht später einen meiner Agenten wieder abziehen. So, in Huan Le können wir jetzt die Reliquie der alten Erde bauen. Und den Siedler kaufen. Dafür ziehe ich die Militäreinheit schon mal wieder runter. Und ich kaufe mir hier den... Wo habe ich denn? Den Kolonisten. 640. Mit mindestens 2 Bürgern entstehen. Ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe ja... Bis der Jünger wieder zurück ist. Wo habe ich den anderen? Der ist hier. Mit dem gehe ich auch mal. Auch mal zurück. Damit ich hier auch diesen Wurm bekämpfen kann. Und dann, sobald ich dort den zweiten Bürger habe, baue ich meinen Kolonisten. Wenn man eine neue Nachbarin trifft, sollte man sie mit ehrlicher Höflichkeit grüßen. Genauso werden wir unsere außerweltlichen Nachbarn kennenlernen. Ja, wir haben eine neue Forschung, eine neue Technologie erforscht, das ist schön. So, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch auch in dieser Runde gefallen. Mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Runde. Ja, wenn es euch gefallen hat, schenkt mir ein Like und um wirklich nichts mehr zu verpassen, gebt mir einfach ein Abo. Es ist nur ein Klick entfernt, ich sag mal bis zur nächsten Runde, euer Björns 1.